Hallo, ich bin Lukas und ich möchte euch auf dem Orphos-Seminar 2020 eine Einführung in die spezielle Relativitätstheorie, die ich im nachfolgenden SRT nennen werde, geben. Beginnen möchte ich etwas unkonventionell, nämlich mit einem Märchen. Es war einmal, vor über 100 Jahren, als die Menschheit dachte, das Licht würde sich über ein Medium, den Äther, ausbreiten. Niemand hatte es je gesehen, gespürt oder sonst etwas davon mitbekommen, aber man glaubte halt dran. Es begab sich nun, dass Zweifler Michelson und Morley ein Experiment mit einem Interferometer durchführten, um herauszufinden, wie schnell sich denn dieser Äther bewegte. Dessen Geschwindigkeit hätte dann je nach Jahreszeit von des Lichts abgezogen bzw. dazu addiert werden müssen. Also, das könnt ihr euch so vorstellen, der Äther muss ja im Raum liegen und sich in irgendeine Richtung bewegen oder einfach nur ruhen. Die Erde muss dann durch diesen Äther hindurchfliegen und da sie ja um die Sonne herum ellipst, dann fliegt sie einmal im Jahr gegen den Äther und einmal damit. Und da hätte sich das einmal von der Lichtgeschwindigkeit abgezogen oder zuaddiert werden müssen. Das könnt ihr euch ganz einfach vorstellen, wenn ihr mit jemandem fangen spielt und ihr seid gerade schneller als der Fänger. Dann habt ihr eine Geschwindigkeit V1 und der Fänger hat eine Geschwindigkeit V-Fänger. Da ist die Geschwindigkeit, mit der ihr euch vom Fänger entfernt, eure Geschwindigkeit minus die des Fängers. Ja, die Lichtgeschwindigkeit, anders als eure Geschwindigkeit, bleibt jedoch konstant, egal in welchem Bezugssystem. Was ja auch die Elektrodynamik sagt, nämlich dass die Lichtgeschwindigkeit die Wurzel auf 1 geteilt Epsilon 0 mal μ0 ist. Also zwei universelle Konstanten der Elektrodynamik. Dies gilt im Vakuum und das leite ich am Anfang auch nochmal her. Und es kommt vermutlich auch nochmal eine Elektrodynamik 2 dran. Aber zumindest die Herleitung ist nicht IFO-relevant. Ich habe euch hier auch nochmal ein Bild vom Michelson-Interferometer mitgebracht. Wenn sich die Erde zum Beispiel in diese Richtung hier bewegt, dann hätte dieser Strahl hier, wenn die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant wäre, eine andere Geschwindigkeit als der hier. Und dann würde man hier am Detektor Interferenz haben. Wie das genau funktioniert, das bekommt ihr dann nochmal in Wellenoptik erklärt. Jo. Jetzt hat sich ein theoretischer Physiker namens Lorentz gefragt, wie die Transformationen aussehen müssten, damit die Maxwell-Gleichung, also die auf denen C ist konstant folgt, in allen Systemen gelten. Das folgt dann auch aus den Einstein-Forderungen für SRT, nämlich dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und in allen Inertialsystemen, also da wo die Geschwindigkeit konstant ist, gelten die gleichen physikalischen Gesetze. Denken wir nun weiter. Sie gelten dann auch für einen Lichtstrahl, der den Weg S in der Zeit T ist S durch C zurücklegt. Daraus folgt dann logischerweise f Quadrat ist x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat ist c Quadrat t Quadrat und natürlich auch im gestrichenen Bezugssystem. Das gestrichene Bezugssystem ist immer das Bewegte und das ungestrichene ist das Ruhende, also das System, in dem wir uns befinden. Das ist unseres. So, wir wissen, dass y y' und z ist z' sein muss, weil in diese Bewegung jetzt per Definition keine Richtung Bewegung stattfindet. Also wir sagen, dass die Geschwindigkeit rein in x-Richtung geht. Wir können ja unser Koordinatensystem so wählen, wie wir wollen. So, und wenn da keine Bewegung stattfindet, dann erwarten wir ja nicht, dass sich da irgendwas ändert. Wir können sogar noch weitergehen und ohne Beschränkung der Allgemeinheit sagen, dass y und z 0 sind. Das vereinfacht unsere Gleichungen ein bisschen. So, anschließend subtrahieren wir die Gleichungen voneinander. Also das ist jetzt ein bisschen Mathematik, ist nicht weiter schwer. Und halten halt x' Quadrat minus y Quadrat ist c Quadrat t' Quadrat minus t Quadrat. So, aus Alltagserfahrung wissen wir, also postuliere ich jetzt mal ganz experimentalphysikermäßig, dass die Bewegungstransformationen linear sind. Wir erinnern uns an die üblichen Galilei, also die ganz normalen Transformationen, dass x' ist x minus vt und t ist t' ist. Und da sieht man ja diesen Linear. Wir erwarten ja jetzt nicht, dass x' irgendwie mit x Quadrat zunimmt oder sowas. Also können wir Folgendes ansetzen, nämlich dass x' ist a mal x minus vt und t' ist b mal t minus dx. Weil in dem x' steckt ja auch irgendwie ein t drin, warum soll nicht in dem t' auch ein x drin stecken können? Das erfüllt gleichzeitig lineare t, die wir gefordert haben, und stellt uns drei unbekannte Koeffizienten bereit. So, die setzen wir jetzt in unsere Gleichung mit dem x' Quadrat minus x Quadrat ist t Quadrat t' Quadrat minus t Quadrat ein. Und multiplizieren das aus. Wer möchte, kann das gerne nachrechnen. Ist jetzt nicht weiter spannend. So. Dann können wir durch einen Koeffizientenvergleich folgern, weil das muss hier für alle x und t gelten.
dass immer die Koeffizienten vor dem x-Quadrat und die vor dem t-Quadrat und die vor dem xt gleich sein müssen. Es soll ja für alle Zeiten und Orten gelten, wie gesagt, deswegen a² minus 1 x² ist c², d², b² x², 2v² xt ist 2c² db² xt und v² a² t² ist c² mal b² minus 1 mal t². So, da können wir jetzt ein bisschen was rauskürzen. Und die Gleichung nummerieren wir jetzt mal 1, 2, 3 durch. Aus 2 können wir direkt a² gewinnen. Wir müssen es ja nicht direkt nach a umformen, da sparen wir uns ein bisschen Wurzel ziehen und so. Und wir können dieses Gleichungssystem einfach ganz normal nach dem Einsetzungsverfahren lösen. Also wir lösen immer eine Gleichung nach einer Variablen auf und setzen das dann ein in die nächste. So, in unserem Fall setzen wir das jetzt gleich ein drittens ein, das a² und kürzen dann noch das v raus. Jo. Und natürlich auch das c². Und dann können wir diese Gleichung direkt nach d umstellen und erhalten, dass d b² minus 1 durch v b² ist. Jetzt setzen wir die beiden Gleichungen in die erste Gleichung ein. Also für das a² haben wir ja einen Term und für das d² auch. Wir kürzen wieder ein bisschen raus, also vereinfachen die Gleichung und multiplizieren dann mit b². So, jetzt multiplizieren wir die Terme auf. Das sieht ein bisschen unschön aus auf den ersten Blick. Das ist nämlich eine Gleichung vierten Grades. Die sind allgemein gar nicht mal so einfach zu lösen. Aber wir haben extremes Glück, nämlich vor unseren b hoch 4 stehen die gleichen Koeffizienten, nämlich das t² durch v². Und auch vor den paar b² stehen die gleichen Koeffizienten, nämlich wieder das t² durch v² und hier, dass noch eine 2 davor steht. Das heißt, wir subtrahieren auf beiden Seiten c² b hoch 4 durch v² und addieren c² b² durch v². Das heißt, wir kommen auf b² minus b² ist minus c² b² durch v² plus c² durch v². So, jetzt addieren wir den einen Term mit b auf die andere Seite und klammern das b² aus und dividieren dann durch das c² durch v² minus 1. Ja, für das b ziehen wir dann die Wurzel. Wir multiplizieren dann hierzu die Klammer mit dem v². Das vereinfacht die Gleichung schon mal ganz erheblich und dann nehmen wir uns die sogenannte magische 1 zu Hilfe. Die nehmen wir sehr gern zum Vereinfachen. Also hier ist 1 gleich 1 durch c² durch 1 durch c² und das können wir machen, weil mit 1 multiplizieren ändert ja nichts. Und wir kommen darauf, dass dann hier die Wurzel aus 1 durch 1 minus v² durch c² ist und das nennen wir Gamma. Das ist der Lorentz-Faktor, den hat man nach dem Herrn Lorentz benannt, weil der zuerst noch vor Einstein diese Transformationen aufgeschrieben hat. Also der Lorentz hat sich gefragt, wie müssten die Transformationen aussehen, damit das Zeug gilt? Und der Einstein hat gesagt, das gilt definitiv. Ansonsten lassen sich unsere Beobachtungen nicht erklären. Und ja, das hier sind die richtigen Transformationen. Deswegen heißen die immer noch nach Herrn Lorentz. So, jetzt haben wir b rausgekriegt und da unser d nur noch von b abhängt, können wir das b² dann einfach einsetzen. Wir erweitern wieder mit der magischen 1, also hier das. Und hier sehen wir erfreulicherweise, dass 1 minus 1 0 wird und können das hier kürzen und erhalten v² durch c². Und sowas in der Richtung haben wir von Anfang an erwartet, weil im Alltag hält t' jetzt nicht wirklich von x ab. Das heißt, der Koeffizient davor müsste eigentlich ziemlich klein sein. Und da das c² in der Größenordnung von 10 hoch 17 ist, also Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat, ist das eigentlich ganz gut gewährleistet, dass der Term sehr, sehr klein ist. So, naja, aber jetzt können wir d und b wieder in unsere Gleichung für a einsetzen, die wir schon ganz am Anfang aus der Gleichung zweitens gekriegt haben. Hier muss man das c² b² nicht vor die Wurzel ziehen, weil das wird sich rauskürzen. Nämlich das c² kürze ich mit dem hier unten raus. Und dann sehen wir, oh, die v's kürzen sich raus und das sieht doch schon aus wie unsere Gleichung für b mit dem c² durch c² minus v². Ja, und Überraschung mit der magischen 1 kommen wir natürlich wieder auf Gamma. Das ist extrem hübsch, weil jetzt sind unsere Transformationsgleichungen sehr symmetrisch. Das x' ist Gamma mal x minus vt und das t' ist Gamma mal t minus v durch c² mal x. So, als Hausaufgabe bis zum Seminar könnt ihr ja mal x von x' und t' und t von t' und x' aufstellen. Also das sind die Rücktransformationen und da werdet ihr sehr viel Symmetrie erkennen. So, aber Physiker kümmern sich ja nicht nur um Ort und Zeit, Energie und Impuls sind ja fast noch wichtiger. Wir klauen hier aus der Quantenmechanik, dass für ein Photon
Der Betrag von Impuls E durch C ist beziehungsweise P x Quadrat plus P y Quadrat plus P z Quadrat ist E Quadrat durch C Quadrat gilt. So, jetzt können wir für P y und P z wieder ganz ähnlich argumentieren wie vorher. Und dann erinnern wir uns nochmal unsere Ausgangsgleichung. Da stand hier irgendwas mit x, y und z und ins Quadrat. Und hier drüben stand irgendeine skalare Größe, die Zeit und irgendein Vorfaktor. Das hier ist genau das Gleiche. Das heißt, wir können dann einfach gleich schreiben, weil wir wissen, die Gleichungen werden genau auf die gleiche Art gelöst werden. Das E' Gamma mal E minus VPX und PX' ist Gamma mal PX minus V durch C Quadrat mal E ist. So, als zweite Hausaufgabe. Wer möchte, kann es ja trotzdem mal nachrechnen, was ich euch hier wohin geklatscht habe. Und auch wieder PX von PX' und E' und E von E' und PX' aufstellen. Ja. Jetzt kommen wir zu Sachen, die euch vielleicht schon eher bekannt sind als die Lorentz-Transformationen, nämlich die Zeitdilatation, die Längenkontraktion. Davon habt ihr vielleicht schon mal was gehört, das steht auch in den meisten Tafelwerken drin. Für die Zeitdilatation, da ist ja immer dieses Raumschiff, das da mit hoher Geschwindigkeit und vorbeifliegen, da ist die Zeit da irgendwie anders. So, wir stellen uns jetzt vor, wir wären mal in einem Raumschiff. Das Raumschiff ruht in seinem eigenen System, das heißt x2' ist x1'. So. Dann können wir aufstellen, dass T2 minus T1 ist Gamma T2' plus VX2' durch C Quadrat. Hier greife ich eigentlich schon mal eure Hausaufgabe ein bisschen vorweg. Sorry, dass ich euch die Überraschung verbastle. Und das noch minus T1' minus VX1' durch C Quadrat. So, X2' war X1', also fliegen die mit Term mit dem V durch C Quadrat davor. Und wir halten Delta T ist Gamma mal Delta T'. Also wenn der Astronaut eine kleine Zeit misst, dann messt ihr eine große Zeit. Also, meinetwegen, Gamma könnte ja mal 5 sein, wenn das Raumschiff ziemlich schnell unterwegs ist. Und dann misst der Astronaut 5 Sekunden und ihr messt, dass er 25 Sekunden. Ja, oder für euch vergehen 25 Sekunden, viel besser gesagt. Bei der Längenkontraktion betrachten wir nun den Fall T2 ist T1 für die Lorentz-Transformation. Denn wenn ihr an irgendwas ein Lineal anlegt, um die Länge zu messen, dann legt ihr ja an beiden Enden das gleichzeitig ab. Weil, wenn ihr einen bewegenden Gegenstand vermesst, und ihr guckt da zu unterschiedlichen Zeiten, dann wird der Gegenstand schnell mal etwas länger, als er eigentlich ist. Oder als er nach unserem intuitiven Verständnis von Länge ist. Weil er sich in der Zeit ja weiter bewegt hat. Das heißt, x2' minus x1' ist Gamma mal x2 minus vt2 minus x1 plus vt1. Na, t2 gleich t1. Vereinfache ich das wieder zu. Delta L' ist Gamma mal Delta L. Ja, die meisten Paradoxa, die sich darum so auftun, von denen ihr vielleicht schon gehört habt, wie das Zwillingsparadoxon, das löst sich dann meistens auf, wenn ihr entweder nicht immer konstante Geschwindigkeit habt, sondern weil das Raumschiff, das, wenn das zur Erde zurückkommt, dann beschleunigt das ja irgendwann mal unterwegs, weil es muss abbremsen und wieder zurückgehen, oder halt so eine Randbedingung mit dem x2' ist x1' ist nicht immer erfüllt, was ja der Fall ist, wenn das Ding beschleunigt. So. Jetzt kommen wir noch zu etwas, was ich noch nicht so richtig woanders unterbringen konnte, aber ich denke, es mal ein schöner und praktischer Abschluss ist, nämlich der relativistische Doppler-Effekt. Den normalen Doppler-Effekt kennt ihr ja, das ist dieses klassische, der Krankenwagen fährt an euch vorbei und dann ändert sich das Geräusch. Und für den normalen Doppler-Effekt bei einer bewegten Quelle gilt ja, dass F' gleich F durch 1 minus V durch C ist. Weil bei einer bewegten Quelle verändert sich die Wellenlänge, weil die Quelle bewegt sich ja ein Stück hinter der Welle her. Und da schiebt die Welle praktisch zusammen. Das heißt, die Wellenlänge wird kürzer und demnach wird die Frequenz höher, weil die Welle sich immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet. So. Aber jetzt wissen wir, dass wir Zeitdilatation haben. Das haben wir herausgefunden neulich. Und wo für die relativistisch gestrichene Frequenz gilt ja, dass das F durch Gamma ist. So. Für die Dopplerfrequenz, die im relativistischen Fall auftritt, müssen wir also beide Effekte, nämlich einmal dass die relativistische Frequenzerhöhung und noch den normalen Doppler-Effekt gleichzeitig anwenden. Das setzen wir dann hier ein und können jetzt mit der dritten binomischen Formel a plus b mal a minus b ist a Quadrat minus b Quadrat arbeiten. Also a ist die 1 und b ist das v durch c. Und dann erhalten wir f' ist f mal Wurzel 1 minus v durch c mal 1 plus v durch c durch 1 minus v durch c ins Quadrat. Wo da kürzlich 1 minus v durch c. Und dann haben wir auch schon unsere Formel.
Ja, also während des Seminars, also das war jetzt mein Video und ich möchte jetzt während des Seminars dann noch mehr auf Energie und Impuls eingehen, weil das wird euch noch oft begleiten und natürlich auch auf die Geschwindigkeitsadditionen in der Relativitätstheorie. Aber beginnen möchte ich das dann, indem ich Fragen beantworte auf das Seminar. Dafür schreibt mir bitte alle eure Fragen an meine E-Mail-Adresse lukashellmann@theoilmenau.de und da beantworte ich euch die Fragen dann schon vorher per E-Mail. Und im Nachhinein auch gerne nochmal im Seminar für alle. Na, ich freue mich dann schon aufs Seminar. Also bis bald.